War. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der konstruktiven Dialoge vom Forum Seitenstetten 2021 unter dem Motto Wege in eine friedensschaffende Geldordnung. Es geht ja nicht nur darum, die Wege zu sehen, es geht auch darum, die ersten Schritte zu gehen. Und so wollen wir heute über die konkreten Maßnahmen, die für Sie, liebes Publikum, möglich sind, genauer sprechen. Heute sprechen in dieser Runde miteinander Ingrid Otepka, Mentorin für Achtsamkeit im Beruf und Alltag. Herzlich willkommen. Willkommen, danke. Rudolf Gehring, Kämpfer für die Freiheit, herzlich willkommen. Grüß Gott. Und Nikolaus Schwarz, Bodenschützer, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Auswegdialoge, Auswege aus dem Unfrieden mit unserer Umwelt oder vielleicht Mitwelt, Auswege aus dem Unfrieden mit unseren Mitmenschen und vielleicht sogar mit uns selber. Wer schon einmal eine Kirche, einen Tempel oder einem Ritual beigewohnt hat, weiß, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Form. Und deswegen haben wir hier ein etwas ungewöhnliches Format gewählt, in dem wir unseren Teilnehmerinnen die Gelegenheit gegeben haben, ihre Auswege schon einzusenden, bevor dieser Dialog überhaupt beginnt. Und wir beginnen jetzt damit, die jeweils anderen Vorschläge bzw. die Teilnehmerinnen zu präsentieren. Und ich darf Ingrid Otepka bitten zu beginnen. Danke nochmal für die Einladung. Also ich werde jetzt zwei Personen vorstellen. Einer ist Nikolaus Schwarz und die andere Person Rudolf Gehring. Ich beginne gleich mal mit Nikolaus Schwarz und zwar, was ich von ihm gelesen und auch verstanden habe. Das, was mir sehr gut gefällt, ist, was er am Anfang geschrieben hat, dass es um eine lösungsorientierte Haltung geht. Also ganz egal, was wir machen, wir brauchen auch Lösungsorientierung. Das andere, was er über die Arbeit schreibt, finde ich auch sehr wertvoll. Und zwar, er schlägt vor, dass wir unterscheiden zwischen sinnvoller und notwendiger Arbeit und schadenbringender Arbeit. Und im nächsten Schritt meint er, kann man das Ganze auch auf die Wirtschaft übertragen. Das heißt, wir können unterscheiden zwischen sinnvoller und notwendiger Wirtschaft und schadenbringender Wirtschaft. Welche Arbeit kann das genau sein und welche Menschen machen dann welche Arbeit? Also zur Arbeitsaufteilung habe ich es so verstanden, Menschen sollen das machen, was sie gut können und auch was sie gerne machen. Und finde ich einfach eine wertvolle Idee. Und zu den Arbeitsbereichen nennt er drei Punkte. Das eine ist die Stärkung und Sicherung der Lebensgrundlagen, also dass hier vermehrt Arbeit stattfinden soll. Dann die Gewährleistung der Grundbedürfnisse und dass die Schäden, die jetzt da sind in der Natur, dass die beseitigt werden. Also dass man hier auch wirklich Arbeit reinsteckt. Und eine Idee, die mir auch sehr gut gefällt, ist, und zwar, er sagt, es braucht ein Verhältnis zwischen dem Geldwert auf der einen Seite und auch dem Wert einer Arbeitsstunde, einer Miete, eines Essens. Also, dass einfach diese Relation immer mitgesehen wird. Und ein Zitat habe ich auch gefunden, das mir von Nikolaus sehr gut gefällt. Und zwar, er sagt, wer sagt, das geht nicht, der will nicht, die, die wollen, finden Lösungen und die, die nicht wollen, Gründe. Und ja, Danke. danke, Nikolaus, für diese Worte, waren für mich einfach sehr anregend. So, Moment. Von Rudolf Gehring habe ich zwei Texte gelesen. Die haben, finde ich, andere Aspekte nochmal vermehrt. Also den Schwerpunkt gelegt und war für mich sehr interessant zu lesen, weil sehr viel Neues für mich auch dabei war. Also das, was mir zu Beginn aufgefallen ist und was mich persönlich auch sehr anspricht, ist die Forderung einer demütigen Haltung.
Und da ist die Frage, was kann damit genau gemeint sein? Und Rudolf schreibt dazu, demütig einerseits der Natur gegenüber, dann, dass wir eine grundsätzliche Bedrohung als Lebensrisiko akzeptieren lernen. Das ist hier eine Akzeptanz zu Bedrohungen, dass wir bescheiden die eigenen Grenzen anerkennen und auch innerhalb dieser Grenzen dann frei leben können. Also so der Zusammenhang zwischen Freiheit und Grenzen. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist Demut als eine Form des Mutes zum Leben zu verstehen. Also dieses Verständnis von Demut. Dann habe ich noch ein anderes Thema gefunden, das, ja, das für mich auch wesentlich ist. Und zwar, dass wir die Wichtigkeit funktionierender Familien für das Überleben einer Gesellschaft oder eines Staates erkennen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie Rudolf Familien versteht. Ich kann nur sagen, ich persönlich verstehe Familie als System, das heißt eine Gruppe von einer überschaubaren Anzahl von Menschen. Und aus dieser Sicht gesehen finde ich auch die Begründung, warum das so wichtig ist, von Rudolf interessant. Also in einem Familienverband oder in einem System können wir schwierige Situationen lernen zu bewältigen. Und wir können auch lernen, mit Belastungen seelischer sowie materieller Natur umgehen. Also was mir daran einfach gut gefällt, ist, diese Fähigkeiten zu erlernen. Eine Möglichkeit in einem Familiensystem. Er schreibt auch Förderung von Eigenverantwortung als wesentlichen Punkt, finde ich sehr wertvoll. Und zwar aus dem Grund, weil es dann zu verantwortungsvollem Handeln führt. Und ja, spricht mich persönlich an und finde ich ebenfalls als sehr wesentlich und wertvoll. Und dann, das war für mich vor allem das Neue und auch Interessante, er schreibt sehr viel über Möglichkeiten einer Änderung des Geld- und Finanzsystems. Da muss ich persönlich sagen, mir fehlen das Wissen und die Grundlagen, damit ich beurteilen kann, ob das jetzt für mich wertvoll ist oder nicht. Das heißt, ich müsste mich mit dem Thema eingehend beschäftigen. Was mir daran wirklich gefällt, ist die Wirkung, über die Rudolf schreibt. Also die Grundidee ist, dass diejenigen Menschen, die Möglichkeit haben, Geld zu schöpfen, ja, also Geld zu schaffen, dass die diese Arbeit aus einer sozialen Verantwortung heraus machen. Und der Vorschlag von Rudolf ist Einführung von Vollgeld. Und ich kann jetzt kurz einmal sagen, wie ich das verstanden habe. Das heißt, Vollgeld bedeutet demnach, dass die Nationalbank das alleinige Recht zur Geldschöpfung hat. Und so wie es ich verstanden habe, ist das im Moment nicht der Fall. Aktuell haben Möglichkeiten zur Geldschöpfung die Zentralbanken und auch die Geschäftsbanken. Und das, was mich ihm besonders anspricht, ist die Wirkung, die sich Rudolf aufgrund dieser Veränderung erhofft. Und zwar ein stabileres Finanzsystem, dann Verhinderung von unsinnigen Spekulationen. Was auch wichtig wäre, dass die Geldfunktionen beibehalten werden. Das heißt, mit Geldfunktionen ist Tausch- und Bezahlfunktion gemeint und auch die Werterhaltung. Dann eine Wirkung wäre auch die Steigerung der Funktionsfähigkeit des Geldsystems und auch die Förderung der Staatsentschuldung. Ja. Wie auch immer das gelingt, es erscheint mir als sehr sinnvoll, dass auch die Staatsentschuldung einen Schwerpunkt zu legen, weil im Moment ja genau das Gegenteil passiert. Und um zu diesem Schritt zu kommen, meint Rudolf auch, dass es parallel zum Vollgeld auch ein digitales Zentralbankgeld und Zentralbargeld geben müsste. Das würde bedeuten, dass die Zentralbank ebenfalls das Recht auf Geldschöpfung hat und dass diese Geldsysteme parallel existieren. Wie gesagt, ich kann dazu nicht sagen, ob das wertvoll ist, weil mir das wirtschaftliche und Wissen und das Finanzwissen dazu fehlt. Ich finde es eine interessante Idee. Vielen Dank, liebe Ingrid Otepka, für die Beschreibung. Und ich würde nun Rudolf Gehring bitten, seine Gesprächspartnerin, seinen Gesprächspartner zu präsentieren bzw. zu würdigen.
Danke. Ich beginne mit Ingrid. Ich versuche, im Zeitrahmen zu bleiben. Ein Punkt, der mir sofort aufgefallen ist bei Ingrid, ist, dass sie den Mut anspricht. Ganz wichtig, denn derzeit gibt es eine Phase der großen Mutlosigkeit eigentlich. Und ihr Zugang ist lösungsorientiert und stellt die Eigeninteressen zurück. Lösungsorientierte Ansätze, ein guter Weg. Wir können dazu auch diskutieren in der Folge, was versteht man eigentlich unter sozial, im Gegensatz zu sozialistisch. Was ist wirklich sozial? Also die Mutkomponente finde ich sehr wichtig und gut. Und dann auch die Betonung des nachhaltigen und ethischen Handelns und Wirtschaften. Das ist auch ganz entscheidend, nicht nur für den Augenblick zu denken und zu handeln, sondern langfristig und nachhaltig, also wirksam im positiven Sinn. Also diese ethisch und nachhaltige Komponente, auf der möchte ich auch noch weiter sprechen. Zu Nikolaus Schwarz. Der hat ja, oder Nikolaus hat mal den Übergang gefunden von der jetzigen Pandemiekrise zu einigen Gedanken in diesem Zusammenhang. Ich gehe es in der Reihe des Papiers durch. Auch hier das Thema der Entschuldung. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke. Darüber sollten auch wir nachdenken und Überlegungen anstellen. Nachdem der Seitenstädtner Kreis ja sich hauptsächlich mit den Geldangelegenheiten befasst, also urtümlich damit, ist auch wichtig, über die Bedeutung des Geldes zu reden, wie es auch Nikolaus anschneidet. Und er macht dann auch oder bringt den Gedanken ein zwischen der sinnvollen und unsinnvollen oder unsinnigen Arbeit. Ich sehe es positiv, dass er diesen Gedanken aufnimmt. Ich habe dazu eine ganz eine andere Meinung. Ja. Aber wichtig ist, dass dieses Thema schon zur Diskussion gestellt wird, weil es immer wieder diskutiert und angesprochen wird. Bei anderen Gesprächsrunden auch und auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion. Und dann hat er noch ganz auch entscheidend das Grundeinkommen schneidet er an und stellt zur Diskussion. Das ist auch ein Thema, das verdient, diskutiert zu werden. Es gibt viele Pros und es gibt aber auch Kontras dazu. Beim Geld ist mir aufgefallen, auch seine Überlegungen Geldschöpfung und Geldverwendung. Ich glaube, diese zwei Punkte sind auch wichtig. Wer schöpft Geld, wer lässt das Geld entstehen und wie wird das Geld verwendet? Weil da, glaube ich, gibt es auch Punkte, die für die Zukunft ganz wichtig sind und über die wir uns auch Gedanken machen sollten. Das sind meine Kurzanmerkungen zu den Gesprächspartnern. Wunderbar, vielen Dank, lieber Herr Gehring. Und ich bitte nun Nikolaus Schwarz, seine Gesprächspartner zu präsentieren oder zu würdigen. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich wusste nicht, dass man schon fertig präpariert hier ins Gespräch einsteigt. Ich habe gedacht, dass sich der erste Teil noch ein Dialog stattfinden wird, wo jeder noch einmal das hervorkehrt, was er eigentlich nach außen transportieren möchte und in diesem Fall auf diese indirekte Weise. Und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich mir einen Zettel hinlege. Ich habe mir gedacht, das wird sich so aus dem Stegreif ergeben. Zur Ingrid, die als allererstes, das habe ich noch in Erinnerung, auch beim oberflächlichen Hinhören, dass sie versucht hat, klarzustellen von vornherein, dass sie keine Expertin im Sinne des Geldes ist,
und hat einmal da gleich einmal die Ehrliche heraushängen lassen, sozusagen. Und für mich, und sie hat aber gesagt, also sie sieht schon mit ihren Grundvoraussetzungen, nämlich sie befasst sich ja seit sehr vielen Jahren mit den Themen Psychologie, Psychotherapie, Traumatherapie und Achtsamkeit. Das heißt also, dass sie ein wärmender Teil eigentlich unserer Gesellschaft ist. Und sie hat sich auch sehr früh um die Probleme anderer Menschen gekümmert und hat aber damals festgestellt, dass die meisten Menschen überfordert sind mit allem, was sie belastet, hat sie gemerkt, sie ist ja selber auch noch gar nicht ohne Probleme. Und sie muss sich selber erst einmal belastungsfrei machen und sie muss für sich selber erst die Lösungen finden. Und wenn sie dann so weit ist, dass sie von sich aus glauben kann und empfinden kann, dass sie gut aufgestellt ist. Erst in dem Augenblick hat sie gesagt, war sie dann auch wirklich in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Und ähnlich strukturiert ist das auch jetzt, weil die Frage war, mit welchen Strategien wir aus der Pandemie-Problematik kommen. Da hat sie also auch diese Grundgedanken, die sie bei den Menschen, in Mitmenschen eingebracht hat, finde ich da eigentlich wieder in den Lösungsvorschlägen, was die Pandemie anbelangt. Und vor allem, was mir aber auch noch in Erinnerung geblieben ist, sie meint auch, dass also es sehr viele Veränderungen am Arbeitsmarkt geben wird oder geben wird müssen. Und weil wir zum Beispiel ja nicht mehr so viel fliegen können, aus Vernunftsgründen. Und da hat sie sich Gedanken gemacht, was macht denn ein Pilot künftig? Wird der bereit sein, was Neues zu lernen? Werden die anderen Arbeitgeber bereit sein, einen Piloten einzustellen und eine Arbeit zu geben? Also da hat sie schon den Finger, glaube ich, an der richtigen Stelle. Und ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin, aber auf jeden Fall kommt immer wieder das Wort Mut fassen, zuversichtlich sein, optimistisch sein und auch nachhaltig in Zukunft Akzente zu setzen. Und wenn wir so positiv orientiert sind, so hat sie zunächst gesagt, dass sie keine langfristigen Konzepte hat, dass sie da die Fantasie dazu fehlt. Aber mit den Attributen, die sie zuerst so aufgezählt hat, hat sie gemeint, werden sich die längerfristigen Probleme schon fast von selber auflösen. Ich hoffe, dass also das würde ich dabei belassen. Beim Rudolf war es für mich schwieriger aus den Texten, sagen wir, es ist mir alles sehr richtig und gut vorgekommen, wenn ich auch nicht alles mit ihm teile, aber das ist ja nicht das Ziel dieser Veranstaltung, dass wir alle einer Meinung sind, sondern ich glaube, dass es das Ziel ja ist, jetzt am Beginn dieses Kommunikationsprozesses, dieses Lösungsprozesses, möglichst breit aufgestellte Lösungsvorschläge zu haben, um einmal alles kennenzulernen, was so in den Köpfen der Teilnehmer, der Experten, der sogenannten, entstanden ist. Und dass man darüber dann eben redet, was einem, wo es die meisten Schnittflächen und so weiter gibt. Interessant ist, dass der Rudolf eine Partei gegründet hat, nämlich die Christliche Partei Österreichs, ist das richtig? Ja. Ich habe mich zwar über das Programm noch nicht vertiefen können, auch nicht, aber ich glaube schon, dass es eine wesentliche Aussage über sich selbst auch macht, wenn man sich mit einem christlichen Gedankengut in die Politik hineingeht. Das kann allalong eigentlich nur zu positiven Lösungen führen. Leider Gottes wissen wir, dass christliche Kandidaten immer wieder schon gegeben hat in der Politik. Die haben sich aber, wenn man die Deutschen anschaut, christlich-sozial und so, da ist ja von christlichem unterm Strich wenig. Aber er setzt sich eben da ganz, ganz wichtig, also für das Vollgeld ein,
da haben wir, glaube ich, die meisten Schnittflächen, dass hier die Geldschöpfung nicht mehr so stattfindet wie in der Vergangenheit, sondern dass die Nationalbank das Geld aufzulegen in der Lage sein soll. Und er zählt auch hier sehr viele Punkte auf, die da mit Vorteilen verbunden sind, dass sich der Staat gar nicht mehr verschulden kann auf diese Art und Weise. Und er ruft auch oder unterstreicht die Notwendigkeit auch einer Monetative, die da hier ein Auge drauf hat und da Regie führt. Damit würde ich es vorweg einmal belassen. Vielen Dank, lieber Nikolaus Schwarz. Ich möchte jetzt eine kurze Runde zur Ergänzung und zur Wertschätzung noch einfügen. Was möchtest du, Ingrid Otepka, vielleicht hier noch ergänzen oder zurückgeben? Ich möchte mich vor allem für diese Vorstellung bedanken. Ich hab das Gefühl, es ist so, also es ist in meinem Sinne verstanden worden, so wie ich es auch rüberbringen wollte. Ja, ich glaube, das war es. Einfach danke. Danke für diese Zusammenfassung und für diese Worte. Wunderbar. Rudolf Gehring, was möchtest du ergänzen oder zurückgeben? Zur Klarstellung, es ist die Frage aufgetaucht, Familie oder die Thematik Familie. Ich definiere Familie nicht in der Mainstream-Form, sondern Familie sehr klassisch zwischen Mann und Frau und direkten Nachkommen. Ja? Weil damit man da also auch im Familienbegriff, das ist für mich klargestellt, das, was ich unter Familie meine. Und das andere ist beim Vollgeld, ob wir heute da genügend Zeit dazu haben, müsste es noch kurz so passieren, dass man auch das Vollgeld irgendwie definiert, sonst schwebt es so als Begriff herum und vielleicht für einige, die das mitverfolgen, unser Gespräch, ist das dann nicht nachvollziehbar. Okay, danke. Vielen Dank an dieser Stelle einmal für Rudolf Gehring und Nikolaus Schwarz. Was möchtest du hier vielleicht noch anmerken, richtigstellen, zurückgeben? Naja, also mein ganzes Handeln jetzt im Bereich der Pension, also nach meinem beruflichen Dasein, ist eigentlich darauf orientiert, für die Kinder eine weitgehend sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen. Und zurzeit ist bedingt durch das Klima das ganze Leben insgesamt in Frage gestellt. Als allererstes interessiert mich die Erhaltung der Lebensgrundlagen, damit meine ich Wasser, Luft und Nahrung. Und das ist wiederum nur dann gewährleistet, wenn das Klima stimmt. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann kommt man sehr schnell einmal auf den Faktor Geld zu sprechen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, auch da hier dabei sein zu können, bei der Suche und Findung der Lösungen. Und das ist also meine große Grundhaltung. Und alles andere ergibt sich daraus. Vielleicht ist es eh rausgekommen, aber das wollte ich in der Richtung noch einmal untermauern. Wunderbar, dann haben wir also die erste Runde gut abgeschlossen. Vielen Dank für die wechselseitigen Präsentationen. Jetzt wird es konkret. Wir haben ja Auswege aus dem Unfrieden schon in den Einsendungen von Ihnen jeweils oder von euch jeweils gesehen. Jetzt geht es darum, was könnten denn die konkreten Maßnahmen sein, die ersten Schritte für unsere Zuseherinnen und Zuseher, um diese Auswege auch beschreiten zu können. Ich möchte wieder mit Ingrid Otepka beginnen. Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Geht es jetzt um die Maßnahmen, die im Video bereits vorgestellt worden sind oder das, was sich jetzt aus diesem Gespräch ergeben hat? Na, das, was man selber als am wichtigsten und am wirksamsten erachten würde, vielleicht noch abgestuft, wenn man das möchte, kurz-, mittel- und langfristig. Okay. Bei mir hat sich das weiterentwickelt, einfach aufgrund dessen, weil ich eure Beiträge auch gelesen habe und mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und eine Maßnahme,
die ich einmal als sehr wichtiger finden würde, also gerade wenn es um die Vorstellung von Änderung eines Finanz- oder Geldsystems geht, grundlegende Informationen darüber in einer allgemein verständlichen Sprache. Also damit meine ich Menschen, die Deutsch gut können und die jetzt kein Wirtschaftsstudium haben. Also die eine normale Schulbildung hinter sich haben, die sich für das Thema interessieren. Also mir ist es einfach so gegangen, ich hätte das gebraucht, damit ich mich da leichter orientieren kann. Und was ich auch gebraucht hätte, und das, also vor allem im Hinblick darauf, wenn man eine breitere Masse erreichen möchte, auch die Geschichte, also die Wirtschaftsgeschichte ganz kurz. Ja. Also ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wie war das eigentlich in der Schillingzeit? Was waren da für Intentionen? Sind die erfüllt worden oder nicht? Hat es in dieser Zeit Unerwartetes gegeben oder so, wie man es wollte, ist es dann auch passiert? Welche Vor- und Nachteile hat es da gegeben? Wie hat es sich verändert, wie es dann zum Euro übergegangen ist? Was waren da die Grundgedanken dahinter? Was hat es da für Intentionen gegeben? Ist es erfüllt worden? War etwas Überraschendes, was man nicht wissen hat können, was man vergessen hat zu berücksichtigen oder Ähnliches? Also dieses Wissen bräuchte ich einfach, um auch einmal verstehen zu können, was, welche anderen Möglichkeiten es gibt, also um da einfach eine Vorstellung zu bekommen. Das ist das Wichtigste. Gibt es da schon eine konkrete Buchempfehlung oder eine Webseitenempfehlung, wo man den ersten Schritt in diese Richtung gehen kann, oder ist da noch nichts gefunden? Also von mir persönlich habe ich da noch nichts gefunden. Das heißt, ich müsste da recherchieren, beziehungsweise könnte ich auch mithelfen, solche Materialien zu erstellen. Dadurch, dass ich keine Ahnung habe, kann ich auch sofort sagen, was ich nicht verstehe und gleich Rückmeldung geben, ob dann wirklich was Verständliches rauskommt, weil ich das einfach kenne. In der eigenen Fachrichtung ist es selbstverständlich und oft fehlt dann auch die Vorstellung, was man voraussetzen kann und was nicht. Also konkret, ich habe bei einigen Begriffen einfach nachschauen müssen, was es bedeutet von euren Beitragen, was ich gelesen habe. Ja, also da. Also konkrete Maßnahmen, einmal sich und andere informieren. Okay, ja. Vielen Dank für diese erste Punktierung und ich gebe gleich das Wort weiter an Rudolf Gehring. Was sind denn die konkreten ersten Schritte aus deiner Sicht? Ich habe das Ziel der heutigen Diskussion auch so verstanden, dass wir in erster Linie überlegen sollen, was wir selbst beitragen sollen und vielleicht erst in zweiter Linie, was wir von den anderen verlangen wollen, von der Gemeinschaft vielleicht verlangen wollen. Ich komme im Sinne der Begriffsklärung zurück, was ich schon angedeutet habe, was versteht man unter sozial, weil das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Sozial ist das Wohl des Nächsten und das Wohl der Gemeinschaft im Auge haben. Das Wohl des Nächsten und das Wohl der Gemeinschaft. Nicht mein eigenes Wohl, nicht meinen Egoismus, sondern das Wohl der anderen, des Nächsten und der Gemeinschaft im Auge haben. Wenn ich davon ausgehe, und da treffe ich mich in vielen Punkten mit Ingrid, dann komme ich, habe ich einmal erstens die richtigen Ziele vor Augen und ich werde auch persönlich die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen setzen. Ich werde mich richtig entscheiden können in den Punkten, um die es geht, und ich werde auch dann eben die richtigen Handlungen setzen können. Aufpassen, sozialistisch ist ganz was anderes. Sozialistisch ist eigentlich die andere Ausformung des Marxismus. Und das ist ein Gedankengut, das leider in der jetzigen Zeit, auch in der Pandemiezeit, wieder fröhliche Urstände feiert, nämlich die Vorstellung, der Staat kann alles, der Staat ist für alles zuständig. Bleibe nur einmal bei dem Punkt, der Staat ist nicht zuständig für die Gesundheit. Der maßt sich auch hier Dinge jetzt an in dieser Pandemiefrage, für die er gar nicht zuständig ist. Meine tiefe Überzeugung, daher auch mein Bestreben, für die Freiheit zu kämpfen, damit wir nicht untergehen in dieser Staatsallmächtigkeit. Und da kann man also so sehr konkret
eben selber sich orientieren, Meinung bilden und auch dann agieren, tätig werden. Das ist also ein Punkt. Und dann wieder zurück zum Geldthema. Die Funktion des Geldes, die Funktionen des Geldes sind schon richtig aufgezählt worden. Wichtig ist auch zu wissen, auch für die Zuhörenden und Mitdenkenden, dass wir derzeit ein sogenanntes Schuldgeldsystem haben. Das heißt, Geld entsteht bei den Geschäftsbanken vor allem auf Kreditbasis, auf Schuld. Jemand geht zur Bank und will 50.000 Euro haben, weil er sich eine Wohnung kauft, dann macht er Schulden, er nimmt einen Kredit auf und durch diese Buchung entsteht Geld aus dem Nichts heraus. Und das ist das, was wir als Schuldgeld verstehen. Und das hat große Folgen, Konsequenzen, sehr viele negative Konsequenzen. Und das ist im Rahmen der Vollgeldüberlegungen, werden diese Nachteile zum Verschwinden gebracht, weil eben nicht mehr ein Schuldgeld entsteht, sondern ein originäres Geld, ein vollwertiges Geld durch die Nationalbank im konkreten Fall. Das Vollgeldsystem hat natürlich viele, viele Komponenten und da gibt es auch viele Detailfragen, die klargestellt werden müssen. Aber von der grundsätzlichen Überlegung her scheint es eine wichtige Lösungsmöglichkeit zu sein für die Zukunft. Und da liegt aber auch wieder die Chance für jeden Einzelnen drinnen, wenn er jetzt ganz primitiv gesagt das Bargeld verwendet und sich nicht ständig auf die digitale Zahlung einlässt, sondern das Bargeld verwendet, trägt das schon wesentlich dazu bei, dass einige dieser negativen Auswüchse nicht nur größer werden. Ja? Also so kann man auch als Einzelner dazu beitragen, bis das System einmal sich geändert hat. Ja, das einmal so zwischendurch als Anmerkung. Also auch hier gibt es den Bedarf, sich zu informieren über Vollgeld. Vielleicht hier ganz konkret eine Buchempfehlung oder eine Webseitenempfehlung, Herr Gehring? Ja, es gibt Pro Vollgeld, www.provollgeld.at. Das ist eine Vereinigung, die sich mit dem Thema hauptsächlich beschäftigt. Und da gibt es eine Reihe von guten Büchern und Arbeiten, Artikeln und so weiter. Ja. Pro Vollgeld. Wird meines Wissens von Raimund Witt betrieben und kuratiert, den wir auch im Forum Seitenstätten schon in einem konstruktiven Auswegdialog zu Wort bitten durften. Und ich gebe jetzt weiter für konkrete Tipps oder Maßnahmen an Nikolaus Schwarz. Ja, ganz kurz noch zum Rudolf, unserem Kollegen hier, also den zugeordneten Gesprächspartner, nicht den Kulowitz anzusprechen. Er sagt, wir schieben so vieles auf den Staat. Aber wer ist denn der Staat? Für meine Begriffe, das sind wir alle. Also wenn ich den Staat anspreche, dann sage ich, der da drüben, der da oben, der da unten, der soll das richten und wir schauen zu. Das wäre absolut missverstanden, wie ich den Staat verstehe, sondern sehr wohl sind wir sind der Staat und wir haben für die Gesundheit zu sorgen und niemand anderer. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas klarstellen konnte oder ob ich da einen Begriff bereinigen konnte, wie auch immer, es war mir wichtig, das zu sagen. Sonst bin ich sehr hin und her gerissen, weil wir wundern uns immer, wie der Zustand des Planeten ist, und wo er sich immer weiterhin entwickelt. Was ich beobachte, ist, dass wir täglich weltweit und millionenfach das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich tun müssten, dass dieser Staat wieder in die richtige Spur, diese Erde wieder in die richtige Spur kommt. Ich sehe auch, wie unkritisch man einfach in den Raum steht. Wir brauchen Jobs, 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 Jobs. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt, man fragt, wenn man diese Jobs verlangt, fragt man nicht, was wird denn durch diesen Job überhaupt bewerkstelligt? Was geschieht denn da? Man fragt sich nicht, ist das gut oder ist das schlecht? Man fragt sich nur, und das ist ja die Ursache der Katastrophe, wir orientieren und machen im Endeffekt nur das, womit man Geld verdienen kann.
Und ich glaube, so wie es für mich den Eindruck macht, kann man mit der Zerstörung der Natur, sprich Bau und so weiter, kann man eine Menge Geld verdienen. Und nur wenn man eine Menge Geld verdienen kann, dabei baut man, wie die Blödsinnigen bei uns in Österreich besonders. Und es wird eben immer in den Raum, im Raum gestellt, was so um und, das um und auf ist. Wir brauchen eben, es ist notwendig, Arbeitsplätze zu schaffen. Und wie gesagt, also mit diesen Arbeitsplätzen trägt man sehr viel zur Zerstörung bei. Und darum gehört dieser Begriff, wie ja schon auch anfangs erwähnt, bereinigt. Und bevor ich jetzt, ich schwafle jetzt, glaube ich, und deswegen würde ich es bei diesem Beitrag belassen, weil es geht einfach zu sehr in die Breite und ich werde dann immer unkonkreter. Und das. Aber Nikolaus, das ist genau das, was wir hier versuchen, so konkret wie möglich zu werden, also um dein Ansinnen umzusetzen, was wäre eine gute Maßnahme, was könntest du, was könnten unsere Zuseher tun, um einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen? Naja, also wie gesagt, das mit den Arbeitsplätzen, das zu schaffen, ist ja immer nur ein Vorwand, weil man den Leuten immer klar macht, wenn ihr die Arbeit nicht annehmt, dann werdet ihr vor die Hunde gehen. Und unterm Strich kommt es jetzt darauf heraus, dass wir auf der einen Seite mit dem Arbeitsplatz Existenzen sichern und in der weiteren Konsequenz durch das, was wir tun, unsere Lebensgrundlagen ruinieren. Also diese Logik läuft für mich nicht zusammen und wir könnten dem zum Beispiel in einer sehr konkreten Maßnahme entgegentreten, indem wir ein Grundeinkommen eben möglich machen, aber für meinen Begriff ein weltweites Grundeinkommen. Sonst, wenn wir es nur in Österreich machen, dann kommen die ganzen Flüchtlinge noch vermehrt zu uns her, damit sie auch das Grundeinkommen bekommen. Und ich bin der Meinung, im Sinne von Vollgeld, dass jeder Staat, jetzt jede nationale Bank, jedem Bürger in jedem Staat ein Grundeinkommen zukommen lässt, damit der dann in der weiteren Konsequenz einen Beitrag leistet, dass wir uns alle gegenseitig mit dem bedienen, was wir zum Leben brauchen, also Lebensgrundlagen und die Grundbedürfnisse erfüllen. Vielen Dank, Nikolaus. Wir machen jetzt noch eine weitere Runde und zwar mit dem Filter, die gehörten konkreten Maßnahmen nach dem, was umsetzbar ist und was Wirksamkeit entfaltet, nochmal zu reflektieren oder vielleicht zu ergänzen. Liebe Ingrid, was möchtest du hinzufügen? Also was ich hinzufügen kann, was mir jetzt auch immer klarer geworden ist, ich glaube, es braucht einmal, dass wir die Voraussetzungen schaffen, ja, dass Veränderung in eine günstige Richtung gehen kann. Und dafür braucht es, glaube ich, dass viele Menschen einen lösungsorientierten Zugang haben. Also das wird mir immer klarer. Also ich kenne genug Menschen, die kennen Lösungsorientierung einfach nicht. Die haben andere Entscheidungsgrundlagen, aus welchen Gründen auch immer. Und wie das konkret gefördert werden kann, ist, naja, bei sich selber mal beginnen zu schauen, was ist wirklich die Basis von den eigenen Entscheidungen? Wann meldet sich vielleicht auch etwas anderes? Also es geht relativ einfach. Bewusst den Fokus drauflegen, bei sich selber gehen, naja, im Moment geht es mir eigentlich um einen eigenen Vorteil. Ich glaube, das haben alle Menschen in irgendeiner Form in sich, auch wenn wir uns wünschen, dass wir alle wunderbare Menschen, freundliche und nette Menschen sind, die wir ja auch alle sind. Und gleichzeitig gibt es aber auch andere Anteile in uns. Und die einfach als solches einmal anzuerkennen. Also da braucht es auch jetzt, also und da einfach die Förderung der Bereitschaft, das als Teil von Menschen zu erkennen, dass wir so etwas in uns haben und das darf auch da sein. Das Problem ist, finde ich, nicht, dass es da ist, sondern wie ich damit umgehe. Und wenn ich es nicht einmal erkenne, dann bleibe ich in den eigenen Automatismen stecken und handle, wie ich eigentlich nicht will und ich merke es nicht einmal. Also das ist für mich wirklich was Wesentliches, denn so können wir mal eine Basis schaffen, wie wir miteinander umgehen können, dass wir mal einander verstehen können. Weil sonst sind es einfach andere Motivationen. Und das andere, was es, glaube ich, ganz stark braucht, ist Abbau von Ängsten. Also so wie es ich mitbekomme, ganz viele Entscheidungen werden einfach getroffen, weil Ängste dahinterstehen, bewusste, unbewusste, aus welchen Gründen auch immer.
Und solange die eine Triebfeder sind, die nicht einmal bemerkt werden, wird es anstrengende Entscheidungen geben, die jetzt nicht den erwünschten Effekt hat. Und ich möchte auch niemandem etwas unterstellen, dass das bewusst und absichtlich ist. Solange ich das nicht kenne oder erkenne, wird es immer meine Entscheidungen in irgendeiner Form beeinflussen. Und da auch konkret bei sich selber im Alltag schauen. Wann taucht was auch immer auf? Und einfache Möglichkeiten bietet da einfach Achtsamkeit. Also wenn wir diese Basis haben, dann tun wir uns, glaube ich, in der Kommunikation leichter, im gemeinsamen Finden von Lösungen. Und dann ist es nicht so, dass es in jeder zieht in eine andere Richtung und wir wissen nicht einmal, warum wer wohin zieht. Vielen Dank, liebe Ingrid Ozepka. Das klingt schon sehr konkret und vor allem sehr autonom und schnell umsetzbar, wenn auch nicht unbedingt leicht. Und ich möchte jetzt weitergeben an Rudolf Gehring. Was ist hier noch zu ergänzen? Ich knüpfe bei den Ängsten an. Völlig richtig. Angst ist der schlechteste Ratgeber, wie auch ein Sprichwort sagt. Die Ängste entstehen natürlich bei mir selbst, aber die werden auch von außen an mich herangetragen. Wenn ich beim Thema Arbeit zum Beispiel bleibe, es wird uns ständig Angst gemacht mit der Meldung, wir brauchen Vollbeschäftigung. Das heißt, jeder und jede muss sozusagen 40 Stunden voll beschäftigt tätig sein. Erst dann ist die Welt für diese Aussagen heil und in Ordnung. Und das hinterfrage ich, dieses massive Fordern einer Vollbeschäftigung, weil die ist dem Menschsein feindlich. Dieser Druck, der entsteht, ist einfach negativ und erzeugt eben Angst, weil immer wieder gesagt wird, na, wir sind so schlecht und jetzt schon wieder und so weiter. Es wird mit diesem Thema Beschäftigung, Arbeitsplätze Angst gemacht. Daher sich nicht als praktischer Tipp, sich von solchen Ängsten nicht treiben lassen. Es ist sehr, sehr schwierig. Es erfordert viel Kraft. Es erfordert von Müttern die Entscheidung, zu Hause bei den Kindern zu bleiben und nicht in den Vollerwerb zu gehen, sondern den Kindern den Vorrang zu geben und vielleicht auf ein bisschen Einkommen oder einen Großteil des Einkommens zu verzichten, bescheidener zu leben und halt nicht mit dem Flugzeug, das eh nicht so optimal ist, irgendwo in den Urlaub zu chatten. Also das sind auch konkrete Entscheidungen von uns und wenn das viele tun, dann würde auch sich das Bewusstsein etwas ändern und die Ängste würden geringer sein. Bei der Arbeit, da bitte aufpassen, da gefällt mir die Unterscheidung zwischen der sinnvollen und der unsinnvollen Arbeit absolut nicht. Es gibt keine wertvolle und keine unwerte Arbeit. Acht geben. Da kommt man in eine Diskussion hinein, die ist auch nicht menschenfreundlich, ist menschenunwürdig. Welche Arbeit qualifiziere ich als wertlos oder weniger wert ab und welche Arbeiten sind dann die wertvollen, die guten? Das ist nicht zielführend. Das bringt uns auf Irrwege. Also von davor würde ich sehr, sehr warnen. Und auch bitte Acht geben, nicht das globale Grundeinkommen fordern. Das ist diese Globalisierung ist auch etwas, das sollte man schleunigst beenden. Diese Missachtung des Subsidiaritätsprinzips. Man glaubt immer, die größere Gemeinschaft ist die bessere und die sind die Gescheiteren und die sind die ökonomisch wirksameren und was weiß ich alles. Das ist auch ein Irrglaube. Wir leiden doch, bitte geben wir es doch zu, wir leiden doch unter diesen ganzen Großunternehmen, ob sie Amazon heißen, ob sie, wie immer sie heißen, Google heißen und. Wir leiden doch darunter. Warum tragen wir noch dazu bei, dass das gefördert wird, dieser Globalisierungsweg? Also da würde ich auch sehr Acht geben und auch sehr konkret dafür eintreten, auch jeder einzelne Finger von diesen Globalisierungssachen lassen. Wir brauchen nicht Amazon, damit ich also irgendwelche Schuhcremen
kaufen kann. Da ist besser, sie sperren die Geschäfte wieder auf und die kann man es dort holen, nicht? Also so weit sind wir ja bereits. Wir kaufen ja die kleinsten Mengen, kaufen wir mit dem großen, über das größte Unternehmen weltweit und dann fahren die Autos quer durch die Landschaft und mit all diesen negativen Dingen. Ist doch ein Unsinn, meines Erachtens. Also da aufpassen, die Globalisierung hat schon ihre große Problematik. Und das Grundeinkommen ist ja sehr verlockend, das ist schon klar. Aber was meint man eigentlich, glaube ich, wirklich damit? Man will jeden Menschen in unserem Land die Lebensgrundlage sichern. So verstehe ich das. Es soll niemand alleingelassen werden, wenn es ihm schlecht geht, vor allem auch nicht materiell. Das muss schon gesichert sein in unserem Staat. Aber ob das Grundeinkommen der richtige Weg dazu ist, das müsste man, oder ihr diskutiert ja das, der Heimer Pape diskutiert das eh auch mit seinem Volksbegehren jetzt schon landesweit und sogar europaweit. Also okay, das muss ausdiskutiert werden, weil die Fragen sind ja berechtigt am Tisch, aber ja, da muss man auch im Detail drüber auch reden. Danke. Dann danke, lieber Rudolf Gehring. Nikolaus Schwarz, was ist sozusagen bei dem Kriterium Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der genannten Vorschläge noch hinzuzufügen oder vielleicht zu kritisieren? Ja, also ohne jetzt wirklich auf den Rudolf, meinen Vorredner, eingehen zu wollen, aber es ist bemerkenswert, wie weit man auseinanderliegen kann, weil ich glaube schon, dass grundsätzlich ein Unterschied besteht, ob ich jetzt mit meiner Arbeit Krankenpflege mache oder Lebensmittel produziere in der Landwirtschaft oder ob ich Waffen erzeuge oder das 80-millionste Auto baue, die jährlich im Jahr aufgelegt werden. Und wenn ich sage Globalisierung, dann deswegen, weil ich würde es für sehr ungerecht halten, wenn wir im satten Europa ein Grundeinkommen haben und die in Afrika dort lassen, wo es halt sind, also weil uns das wurscht ist. Und ich glaube, globalisiert sind wir, da können wir ja gar nicht argumentieren. Das ist ja ein Prozess, der schon stattgefunden hat. Und deswegen sehe ich das auch irgendwie eben globaler. Wie ich auch fordere, ich bin ja Vorstand in einem Verein, der nennt sich Initiative Zivilgesellschaft. Und es wird ja so oft in Sonntagsreden und anderen Reden immer die Zivilgesellschaft angerufen. Die soll doch jetzt endlich einmal am Tisch schauen und die Zivilgesellschaft soll da Ordnung machen und so weiter. Das sind lauter Appelle, die eigentlich ins Leere gehen, weil die Zivilgesellschaft als solche gar nicht organisiert und aufgestellt ist. Und das würde ich ganz gern beenden und ich würde mir im Endeffekt dann eine globale Zivilgesellschaft wünschen mit einem Rat der Zivilgesellschaft. Aber das geht zu sehr ins Detail. Aber es gibt einen bemerkenswerten Wissenschaftler in Österreich, der heißt Markus Hengstschläger. Und der hat sehr, das ist ein Genetiker, ein Genforscher. Und der hat vor allem sehr viel Vergleichsforschung betrieben zwischen Mensch und Tieren. Und der hat schon festgestellt, dass Tiere bemerkenswerte Fähigkeiten entwickelt haben. Aber da, wo der Mensch sich ganz besonders hervorhebt und besser, weitaus begabter ist als die Tiere, sind vor allem drei Eigenschaften. Das eine ist das Verantwortungsbewusstsein, das zweite ist das soziale Orientierung und dass er so lösungsbegabt ist. Das heißt, von der genetischen Ausstattung hat der Mensch alles in der Hand, die Dinge in so aufzustellen, dass wir aus der Problematik rauskommen. Und ich komme noch einmal zurück auf meinen Animateur. Ich habe da eine Formel entwickelt, die heißt 3K. Und ist eine Formel, die also zur Lösung führen soll. Und 3K heißt ausgesprochen Folgendes, nämlich als erster Schritt zur Lösung ist die Kommunikation. Ja? Und aus dieser Kommunikation, wenn also Leute, die vom gleichen Problembewusstsein erfasst sind, die gleichen Probleme haben, am gleichen Problem interessiert sind, die sollen zusammenkommen und kommunizieren. Und wenn sie kommunizieren, dann kommen die kreativen Gedanken. Und die kreativen Gedanken stehen für das zweite K, die Kreativität. Da haben wir dann eben die Lösungen zu den jeweiligen Problemen und dann fehlt noch das dritte K, das für Konsequenz steht. Und wenn wir vor die drei Ks noch eben
was leitet denn den Prozess ein, die Kommunikation, dann gehört eben da die berühmte Animation und hinter die 3K gehört dann in der Umsetzung der Lösungen noch die Liebe. Das ist dann für mich die komplette Problemlösungsformel und vielleicht ist das jetzt nicht so schnell verdaulich, wenn man das so auf die Geschwinde sagt, aber vielleicht lasst man das einmal so sacken im Anschluss und vielleicht kann da ich den einen oder anderen Anhänger finden, der sagt, genau, so könnte es vielleicht gehen. Wunderbar, vielen Dank, Nikolaus Schwarz. Da wir etwas großzügig in der Zeit sind, möchte ich noch eine kurze Abschlussrunde ermöglichen und vielleicht noch einmal um einen ganz konkreten Tipp bitten für unsere Zuseherinnen und Zuseherinnen. Wo können Sie sich informieren? Was sollten Sie lesen? Welchen Gedanken ist es wertvoll, im eigenen zu prüfen und sich von unserem Publikum zu verabschieden? Ich darf nochmal bei Ingrid Otepka beginnen. Was mir jetzt beim Zuhören von euch noch gekommen ist, also von Nikolaus und Rudolf, ich vermute, wir brauchen eine größtmögliche Offenheit für Ideen, für Gedanken, für Meinungen. Ich würde auch den Begriff der Meinung in Frage stellen. Ja? Also Meinung ist für mich etwas Festes und ich habe diese Meinung und ich stehe zu dieser Meinung und ich bleibe dabei und so ist es Schluss. Und dann gibt es andere Leute, die haben das auch und dann gibt es das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Mit diesem Meinungsbegriff, also verhindert meiner Vorstellung nach Lösungsorientierung. Also so schön es ist, eine Meinung zu haben und so sicher wir uns in einer Meinung fühlen und so wunderschön es ist, ich kann sie überall erzählen und das ist meine Meinung. Wenn wir bei dieser Meinungskategorie bleiben, ist es schwierig zusammenzukommen. Also die interessante Frage ist für mich, wie würde ein Gespräch aussehen, wenn wir die Kategorie der Meinung uns von dieser verabschieden? Ja, also was würde dann in einem Gespräch rauskommen? Und meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, wenn es gelingt, dann gibt es hier einen Aspekt und es gibt hier einen Aspekt. Es gibt ein gegenseitiges Zuhören. Es gibt die Bereitschaft, das aufzuweichen, loszulassen und es entsteht was Neues, Drittes, auf das man alleine schwer kommen kann, weil man braucht den Input der anderen. Und wenn es gelingt, zu so einer Haltung zu kommen und relativ einfach bei sich selbst beobachten, wie gehen wir selber damit um? Ja? Wie schaut das aus? Und das ist in allen drinnen, ich kenne es von mir genauso. Also es geht nicht darum, etwas wirklich gut zu können, perfekt zu sein oder sonst etwas. Um das geht es nicht. Diese Strömungen dürfen alle da sein. Und nur der Vorteil, wenn ich das erkenne, dann habe ich andere Handlungsmöglichkeiten und dann können auch neue Lösungsmöglichkeiten entstehen, die wir uns im Moment vielleicht noch nicht vorstellen können. Und das ist mir einfach jetzt bei diesem Gespräch noch aufgefallen. Ja, das wäre mein Ergänzungsvorschlag noch. Vielen Dank, Ingrid. Rudolf Gehring, ein Abschlussstatement, Ergänzungen? Ich knüpfe auch wieder an Ingrid an. Ich halte nicht viel von der Meinungslosigkeit. Es richtig zu verstehen, die Meinung ist ganz, ganz wichtig. Sonst kommst du auch nicht ins Gespräch, sonst kommst du nicht in die Diskussion und sonst kommst du auch letztlich nicht zur Lösung. Es gibt da auch dazu einen Satz, wer offen ist für alles, ist nicht ganz dicht. Kennt ihr sicher, ja? Und ich habe auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion sehr oft den Eindruck, man versucht meinungslos zu sein, nur um den anderen, wie es so schön heißt, nicht zu verletzen und ihm die Chance zu bieten, da mitzutun und dieses ganze Getue. Wozu führt es zu den vielen unerledigten Themen, die wir haben, zu den Mangel an Lösungen, weil man nicht die Meinung äußern will oder nicht auch dazu stehen will. Das zur Frage der Meinung. Zur Bitte, wo kann man sich orientieren? Bitte um Verständnis als überzeugter Verfechter eines christlichen Welt- und Menschenbildes empfehle ich dringend
täglich in der Bibel nachzulesen. Neue Testament ist wunderbar, auch das Alte. Da steht so viel Gutes drinnen und auch sich daran orientieren und dann auch zu handeln, das wäre für mich ein sehr guter Beginn und sehr guter Lösungsansatz. Vielen Dank, Rudolf Gehring, und auch dir, Nikolaus Schwarz, eine Möglichkeit, ein Abschlussstatement, ein Appell, ein letzter. Naja, ich schließe wieder an, schließe die Kette an das, was der Rudolf gesagt hat. Bibel, ich habe da zufällig eine Bibelstelle neben mir liegen, und zwar ist der Korintherbrief 13, wenn ich da richtig informiert bin, und da geht es um die Ordnung in der Gemeindeversammlung. Und da ist im Prinzip das bestätigt, was ich zuerst gesagt habe, von der Kommunikation, die halt gewissen Kriterien entsprechen soll, mit angstfrei und aggressionsfrei und solche Sachen, habe ich mir da dazu einfallen lassen. Ich würde auch jetzt nicht an irgendeine konkrete Quelle verweisen, wo man sich schlau machen kann. Ich bin sehr gespannt und bin ja von Anfang an eigentlich bei dieser Seitenstädtner Geldgeschichte dabei und auch der Josefa. Ich hoffe, Josefa, du hörst mich noch rein. So was da zu lesen ist, bist du noch irgendwie im Kreis der Anwesenden. Aber ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung die Hoch und Tief überstanden hat. Und da ist ja ein Wissen, ich glaube, die 38 oder wie viele Leute es immer sind, was die alles gelesen haben, was die alles wissen, wenn man das zusammenführt in dieser Form, wie ihr das jetzt mit viel Mühe und Experimentierfreude gemacht habt, ich glaube, das könnte Seitenstädten zumindest einmal im deutschen Sprachraum eine Orientierungshilfe für sehr viele Leute sein. Damit möchte ich auch die Hinweise und die Tipps deckeln. Mich bedanken noch einmal, Josefa, für den Einsatz für diese Veranstaltung. Dir, Helmo, ebenfalls. Freut mich, dass du so natürlich behintergründet bist. Und ich bin schon sehr gespannt auf das, was weiterkommt. Und dass das ein Prozess ist, der eigentlich nicht nur auf 2 Tage beschränkt ist, sondern dass der eigentlich als Kommunikationsprozess das ganze Jahr läuft und dass wir immer wieder mal die Köpfe zusammenstecken können und konstruktiv und zielorientiert kommunizieren können. Rudolf Kulowitz, diesmal auch dir gilt dieser Dank ganz besonders. Danke. Dann möchte ich meinen Gesprächspartnern recht herzlich danken. Lieben Dank, Ingrid Otepka, lieben Dank, Rudolf Gehring, lieben Dank, Nikolaus Schwarz, für eure Teilnahme an diesen konstruktiven Dialogen im Forum Seitenstädten 2021. Wir werden aus den insgesamt 12 Auswegdialogen dann versuchen, eine Karte der Auswege zu destillieren und die am Sonntag, also am 11. April dann präsentieren. Wünsche Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bis dorthin alles Gute und auf Wiedersehen. Darf ich mich noch bei meinen Gesprächspartnern bedanken?